SoulSnap TV möchte mit euch heute einmal den Honky Tonk durchsprechen. Der Honky Tonk ist ein Event, das jedes Jahr in Hamelnsburg stattfindet. Dieses Jahr am 5. Mai direkt. Die Bands werden in der Regel immer so zwischen 21 und 2 Uhr auftreten. Nur bei 2 Locations ist das nicht der Fall. Wo und wann das genau ist, werde ich euch gleich mal im Detail erzählen. Wir fangen nämlich an mit der Location Nummer 1, dem Aladdin. Ja, im Aladdin, wie ist es so da? Da wird eigentlich Arte Kanale auftreten. Die präsentieren euch einen richtig guten Mix aus Gypsy, Latin und Rumba. Das geht in die Hüfte. Ich denke mal, das ist ein großer Unterhaltungswert. Location Nummer 2, da gehen wir hier hin. Da haben wir dann hier die Insel. Die Insel, das Restaurant auf der Insel. Ja, man kennt es, unter freiem Himmel, dort im guten Biergarten. Dort werdet ihr unterhalten von The Butlers. The Butlers spielen dann Beats aus den 60ern. Das geht so richtig gut in die Knie. Da kann man richtig feiern. Das wird euch dort erwarten. In Location Nummer 3. Location Nummer 3 ist das Grimms. Man kennt es an der Weserpromenade. Das ist eine richtig gute Lage. Da wird euch On The Rocks erwarten. On The Rocks werden dort Akustik, Rock'n'Roll spielen. Das ist richtig was fürs Gehör. Das ist richtig Original-Sound. Location Nummer 4 dann. Ist dann das K3 in der Baustraße. Nun, das K3 ist eben immer schon dafür bekannt für seine ausgefallenen Events. Die holen sich Sugar Ray Dogs ins Haus und die spielen Rock and Roll, ein bisschen Gypsy und Folk. Das ist so ein richtig guter Mischmasch. Da kriegt man Unterhaltung geboten. Ich denke mal, das wird euch bestimmt gefallen. Location Nummer 5.